So, die Pistole lasse ich mal liegen. Pistole brauche ich nicht. Ja, ich weiß. Ich bin nun mal nicht Sam Fisher oder Deadpool. Es tut mir leid. Also immer Deadpool. Ach, warum nicht? Weil Deadpool zwei Pistolen hat. Okay. Das, so, billige Ausreden Teil 1. So, jetzt bin ich wieder dran. Jawohl. Wo geht's denn hin heute? Wo geht die Reise hin? So, ich will es mal mit dem linken Stick machen, wundere mich, warum es nicht geht. Anarchy, wir könnten wieder da, wo waren wir vorhin da schon mal? Ich glaube, da waren wir vorhin schon mal bei dem Ding, oder? Da? Oder Ja, gehen. da waren wir eben gerade. Das war das Motel-Ding. Dann gehen wir nochmal zur Lonely Lodge darüber vielleicht. Da waren wir vorhin auch schon mal. Lodgy? Lodgy, Lodgy, Jawohl. Lodge. Ja, Okay, machen. wir gehen zur Lonely Lodge, alles klar. Aber oh, ich will hier gerade runterspringen. Umso besser. Genau, ich darf meine Gegner nicht inspirieren, das ist das Wichtigste. Du hast ihn aber wieder zu sehr inspiriert. Definitiv. Was ich für ein Headset habe, boah, ich weiß gar nicht, wie das aussieht. Wirkt gar nicht auswendig, wie das heißt. Audio-Techniker, irgendwas. So, jetzt muss ich aber hier auch mal raus, glaube ich, langsam. Ja. Da hatten auch ein paar andere den Plan. Glaube ich da. Aber ich muss mal wieder ein bisschen mehr zum Tombi da. Ja. Was ist der Tombi? Da fällt der Tombi. Der Tombi fällt nicht weit vom Stamm. Oder vom Bus, besser Tommy fällt nicht gesagt. weit vom Schwamm. Ja, der Tommy fällt nicht weit vom Bus. Irgendwann nimmt er auch seinen Gleiter. Ja, irgendwann geht's auch mit ihm. Alter, das ist ein cooles Haus da vorne. Das ist ja der Ja. Mega-Sniper-Punkt da oben. Ja, stimmt. Also, das ist der Glockenturm, vor dem ich Oh, vorhin und geredet habe im letzten Part. beim Turm landet auch einer. Oh Gott. Wetten, da ist Vielleicht ein ist er wieder Sniper oben mal. drinne? Sind eigentlich die Könnte besseren schon Waffen eher in sein. der Mitte oder sind die auch außen genauso gute Waffen? Ah, das ist immer alles Zufall. Wenn man Glück hat, dann sind hier halt auch richtig, richtig, richtig gute Waffen. Okay. So, ich habe jetzt zumindest mal die Pistole, das andere habe ich dir überlassen. Den Stein darfst du auch da unten liegen. Ah, das ist ein Schild. Irgendwo ist hier noch was. Das ist ein. Ach nee, das ist der Schlürfsaft. Der Schlürfsaft. Den kannst du eigentlich auch direkt nehmen. Schon geschlürft, schon geschlürft. Hab ihn mir schon geschlürft. Das ist doch gut. So. Drabo wird Mainstream. Ja, weil Battlefront ja nicht so Mainstream war. Ach ja. So, Haben wir das Haus schon hier das sieht durch? schön Weiß aus. nicht. Ich finde den Fisch cool hier. Ich will auch so einen Fisch an der Wand haben. Was? Nee, ich wollte fragen, ob wir hier schon alles haben, aber ich glaube fast ja, oder? Ich würde behaupten, ja, also im Haus sehe ich jetzt auch gerade nichts mehr. Irgendwo mal kurz Aussichtspunkt nehmen hier und gucken, ob sonst wo irgendjemand rumläuft. Oh, hier ist Nö. ein kleines Hütte, eine kleine Hütte. Kleines Hüttchen. Ist hier noch Da ist irgendwas einer, da ist drin? einer, da ist einer! Das sind zwei, glaube ich, Mein sogar. Bei Gott! mir, bei mir. Ah, ich habe doch keine Waffen. Ich bin doch unbewaffnet. Wo sind die? Da oben. Ja, toll, ich habe nur 21 Lebensenergie. Sorry, Tombi, das. Ah, die sehen mich aber nicht. Nein, der zweite sieht mich! Ah! Oh. Das passiert, wenn man nicht zusammenspielt. Nein, ich bin hier nicht hinterhergelaufen, das tut mir leid. Ich gehe mich jetzt ertränken da im Bach da vorne. Na, ich hatte keinen Schuss mehr in der Waffe. Mist, wie viel Ah. Leben hatte der noch? Mal gucken. Zu viel. 40. Zu Schade. viel, zu viel, zu viel. Schade, schade, schade. Ja, die kam überraschend schnell auf einmal. Das hätte ich gar nicht erwartet. Ja, der hat mich von hinten angeschossen. Da hatte ich dann nur noch ein, zwei Lebensenergie. Da war es dann eigentlich eh schon vorbei, vor allem wenn die dann zu zweit kamen. Das ist auch schon kreativ sein, sich sowas einfallen zu lassen. Aber gut, die von Epic, die können ja kreativ. Wobei ich sie sonst eigentlich eher so von diesen, sagen wir mal, eher brutaleren, ja, ich will es nicht sagen realistischeren, aber doch etwas anderen Gears of War Spielen kenne. Ja. Epic Games. Hast du Gears of War gespielt, die Reihe? Nee. Leider nie, weil das war auch immer indiziert in Deutschland, meine ich, ne? Die ersten Teile zumindest. Oder? Ja, Österreich ist nicht so weit weg. Ja, gut, bei Ja, dir. ja, 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 stimmt. Also bei mir war das nie auf dem Schirm irgendwie. Ich hatte zwar Okay. immer eine Xbox und Ja, hätte da auch Bock drauf gehabt, wahrscheinlich. ja. Echt? Weil sonst so Halo oder so habe ich auch immer gespielt, Das aber habe ich zum das. Beispiel nicht gespielt. Ja, siehst du mal. Ich war eher der Gears of War, weil Third Person war eher so meins als First Person. So, wir haben noch keinen Platz, Tommy. Wo willst du hin? So, wo gehen wir hin? Ja, das ist eine gute Frage, ne? Ja, also Gears of War 1 und 2 waren indiziert. Ich glaube, 2 ist die sind mittlerweile nicht mal mehr indiziert. Ne, ich glaube auch. Oder es Mittlerweile kam ist eine das Version alles. raus, die nicht mehr indiziert ist oder so. Mittlerweile geht das alles. Wo kann man denn mal hin? Uns gehen langsam die Optionen aus. So, schaffen wir es denn bis da irgendwo? Da müsste irgendwas sein, meine ich. Tommy will weit. Da ist so ein schickes Haus irgendwo. Über die ganzen Wailing Woods drüber. Na Über dann. die Wailing Woods rüber.
Na dann komm, Tiger. Auf geht's. Auf geht's über die Wailing Woods. Stimmt, der Deadpool kann 5 bis 9 Leute mit einer Pistole umbringen. Ja, ja, okay, keine Ausrede, ich weiß schon. Der muss da gerade an Dings denken, an Sam Fisher aus Splinter Cell, der haut da auch immer ordentlich Leute weg mit der Pistole, wenn man da immer dieses, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, dieses, wo man die Gegner markiert und dann einfach nur abdrücken muss. Ja, ja, ich weiß auch nicht mehr, wie es heißt, aber ich weiß, was du meinst. Splinter Cell Conviction habe ich gespielt, das war richtig geil, das hat mir richtig Spaß gemacht. Aber schwierigsten Schwierigkeitsgrad damals durchgespielt, damit man auch wirklich relativ schnell tot ist, wenn man erwischt wird. Das war schon was. Das war cool. Ich weiß gar nicht, das nächste, wie ist das danach? Blacklist, glaube ich, das habe ich dann gar nicht mehr gespielt. Ich lande so weit vorne. Wenn du noch kannst, flieg ruhig nach vorne zum Haus hin. Ja, kannst du. Oben auf dem LKW gelandet. Ja. Punktlandung, war Punktlandung. Perfekt. Punktlandung. So. Gleich mal hier mit dem Sturmgewehr wieder losstarten hier. Und dann mal hier das Haus und du Shotgun brauchst du bestimmt. Ah, jetzt habe ich die Munition genommen. Nimm alles, was du findest. Nimm alles, was du findest und gib nichts wieder her. Bin jetzt schon besser bewaffnet als im ganzen letzten Part. Also in der ganzen letzten Schlacht hier. So, die Pistole lasse ich mal liegen. Pistole braucht nicht. Ja, ich weiß. Ich bin nun mal nicht Sam Fisher oder Deadpool. Es tut mir leid. Also immer Och, warum nicht? Weil Deadpool 2 Pistolen hat. So, billige Ausreden Teil 1. So, ich glaube, jetzt haben wir ja eigentlich alles schon. Mal schon weiterlaufen. Du konntest fast 4 Monate nicht mehr schreiben. Das ist schön, dass du jetzt wieder schreiben kannst. So, Tommy rennt schon wieder weg. Nein, nicht weg, rennt Tommy. Nein, Tommy, mach mir doch nicht so Angst, ey. Hinter dir! Was? Nein, das wäre nicht gegangen, dass da einer über mich drüber fliegt. Das halte ich für äußerst unwahrscheinlich. Jetzt. Ja, da landet er jetzt erst. Und hat auf einmal eine Waffe, aber. Ich wollte schon sagen, der hat nochmal eine Runde gedreht mit dem Bus oben. Ja, der ist nochmal eingestiegen im Bus. Oh Mann. Wir sind immer gut truhen, das ist schön hier, beim Eiswagen. Ja, ich sehe. Da kommt sogar was Goldenes raus. Siehst du mal, da ist jetzt diese goldene Pistole, die ist jetzt... Man denkt, die wäre richtig toll, aber so extrem gut ist sie dann auch nicht. Es ist halt trotzdem nur eine Pistole. Nehmen sie zwar mit, weil ich gerade nichts anderes habe sowieso, aber... Die wird irgendwann wieder fallen gelassen werden, wahrscheinlich. Lag da vorhin nicht noch so eine... Gewehr rum oder sowas? Oh, ich habe jetzt nichts gesehen gehabt. Echt nicht? Dachte, im Haus wäre noch eins... Ja, jetzt hast du auch eine Shotgun. Die grüne, die habe ich... Shotgun. Die grüne Shotty. Die Pistole schon wieder. Hier ist auch noch was Grünes für dich. Das ist nochmal die grüne Shotgun, okay. Taktische Shotgun. Taktische Shotgun. Taktische Schrotflinte ist das Ding, ja. So, das ist immer noch nicht richtig rausgekommen, das Spiel hier, oder? Das ist immer noch Early Access offiziell. Ja, komischerweise schon, ja. Obwohl es schon relativ fertig wirkt eigentlich und auch recht bugfrei ist und so weiter. Ja, eine goldene Pistole, das ist dieselbe. Ne, schon eine andere wieder. Wahrscheinlich, ja. Die haben es ja aber mit ihren goldenen Pistolen. So, Tommy ist da oben irgendwo am Start. Jawohl, im nächsten Haus schon. Kannst aber auch nochmal die unteren Etagen durchsuchen, da war ich noch nicht. Oh, du hast mir hier noch eine Granate hinterlassen. Ohoho. Ja, nee, ich dachte, das wäre Schildenergie, deswegen hätte ich kurz sehr erfreut gewesen, um dann ernüchtert festzustellen, dass es keine Schildenergie ist. Ja. Aber jetzt habe ich nochmal hier Schildenergie liegen. Okay, du hast eh schon. Der unteren Etage hier, da liegt es nochmal einer leider nur. Du, ich bin dankbar für alles, was ich hier bekommen kann. So. Wäre auch genommen. Wechsel mal wieder auf die Waffe. Das ist doch eher so die Waffe meiner Wahl. Mal gucken. Vorsichtshalber nochmal nach hinten gucken. Jetzt habe ich ja. Ich muss jetzt Augen im Rücken haben nach der letzten Aktion. Da bin ich jetzt nervös. Das ist wirklich immer was hier, ja. Gerade wenn man hier so auf offener Fläche rumläuft. Da vorne ist nochmal irgend so ein Häuschen, das kann man mitnehmen. Ja. Was ist bei diesen Hügeln da? Da ist auch irgendwas in der Mitte noch. Da liegt ja noch was drin. Oh, dann mal hin. Ich weiß auch nicht, was. Weiß da nicht. Ist es so ein Mega-Medipack, ist das. Das ist ein Mega-Medipack. Oder? Nee, ist nicht, das ist nur Holz. Entschuldigung. Schade, Marmelade. So, haben wir hier noch irgendwas? Oh ja, hier liegt Schildenergie. Hier waren wir auch noch gar nicht, oder? In diesen wunderschönen grünen Flächen hier. Ja, die saftigen Felder. Du kannst natürlich auch so viel machen hier noch. Ich meine, da kannst du ja, keine Ahnung, eine Wüstengegend machen oder so. Das stimmt, ja. Oder was weiß ich, Lava-Gegend, eine Wolkenstadt. Die Wolkenstadt, die fehlt noch. Das wäre doch mal was, ich wäre voll dafür. Wie lange ich Klarinette gespielt habe, oh Gott, das weiß ich gar nicht mehr. Schon ein paar Jährchen. 3, 4 Jahre oder so. Boah, den Baum zerhacken. Boah, du Hacker, du. Der hat doch an.
den Tommy, Baum zerhacken. Der Tommy, der Hacker schon wieder hier. Immer das gleiche mit ihm. Kannst du nie spielen mit dem. Ah, so kann ich schnell wechseln. Hier sind noch Häuser. Leicht ist da ja auch noch was zu holen. Wir sind ja schon wieder am Rand, also wir müssen auch schon auf... Naja gut, wir müssen nicht aufpassen, aber falls die blaue Welle kommt, sollten wir uns noch ein bisschen Zeit dafür. Stimmt, 2 Minuten 10, dann läuft es erst wieder los, die Welle, oder, die blaue? Na, das heißt jetzt gerade, dass es so lange braucht, dass sie dann angekommen ist. Ach so, bis sie bei den Weißen angekommen ist? Oh, ja. Okay. Da gibt es immer zwei Werte. Einmal ist so hellblau angezeigt, das heißt, dann kommt sie und jetzt ist, wenn sie dann am Kommen ist, hier wurde schon was aufgebaut, dann heißt es, dass es so lange braucht. Also hier wurde schon gelootet, leider. Vielleicht sind die da irgendwo bei. Die sind wahrscheinlich da zu der Stadt da vorne gegangen, tippe ich mal. Genau. Das könnte gut sein. Also würde sich ja anbieten, wenn man hier gerade schon rumläuft. Gehen wir da auch mal hin einfach. Wuhu! Guck mal, ihr rennt immer so schnell. Ich will auch so schnell rennen. Die sind ja schon wieder. Ja, wenn ich warten soll, sag ruhig Bescheid. Ne? Ich will jetzt gar nicht mal vorrennen und dann sagst du so, ich komm gar nicht mit. Das merkst du dann schon, wenn ich nicht mehr reden kann, weil ich tot bin. Da liegt noch irgendwas Blaues da auf dem Dach hier. Von der Tankstelle. Das ist so eine große Stadt, ist immer gefährlich hier. Nehme ich hier gerade mal. Da vorne ist der verfluchte Tunnel, mit dem bin ich hier noch. Oh ja, stimmt. Auf Kriegsfuß. Der verfluchte Tunnel, da müssen wir aufpassen. Schau mal, ob sich wieder schon jemand in dem verfluchten Tunnel rumtreibt, momentan aber nicht. Das ist viel zu ruhig hier. Dafür, dass eigentlich noch 38 auch, leben. Ja. Gefällt mir auch nicht so ganz. Aber momentan sind das doch, ich glaube, das sind Leute, oder? Die 38, die noch leben. Das sind nicht Teams. Ja, das sind Leute. Das sind schon Leute da oben. Das sind Leute, ja. Aber dann am Ende wird halt immer angezeigt, dein Team wurde das und das und das. Ach so, okay. Ach so, wenn du ganz am Ende, wenn man dann... Ja, wenn man dann schon... Ach so, aber da oben stehen schon durchgehend die Leute, das habe ich schon richtig gesehen. Ja, da stehen schon die Leute, genau. Okay. Aber das muss nicht unbedingt heißen, dass es gleich die Anzahl, die da steht, durch zwei gleich die Teams sind, weil es kann ja klar, schon tot sein und alleine rumlaufen. Einzelne. Theoretisch hier. Möglich. War zwar bei uns bis jetzt, glaube ich, noch nicht so, oder? Selten. Also ganz kurz vielleicht mal, aber... Vielleicht die Leute, die wirkliche Herausforderung suchen, die sind das. Ja, genau. Die dann ihre Mitspieler gleich sagen, mal rausgehen am Anfang und da dann... Ist einer. Ja, gesehen. Oh nein. Oh, und der hat einen Raketenwerfer. Also ich muss gerade bauen, tut mir leid. Der mit einem Raketenwerfer... Nein, aber ich habe ihn... Der hat nicht mehr viel. Ich habe mir wieder Shotgun dreimal getroffen. Da kommt der andere! Oh, Granaten. Oh ja, ich seh's. Versuche. Nein! Nein! Ärgerlich, schade. Hat er dich auch erwischt? Ja, mich hat er auch erwischt. Ja, ich hätte. Kam leider nicht mehr weg gerade in dem Moment. Ja, gut, aber mit Leuten mit Raketenwerfer, da wird's dann halt echt schwierig. Der Raketenwerfer ist halt auch wirklich so ein ganz seltenes Item. Ja, aber wir wurden ja schon mehrfach mit Raketenwerfern angegriffen. Wieso kriegen die mit dir und wir nicht? Gemein. Sind die meistens. Meistens kriegt man die halt aus diesen Luftdrops da, die. Da können sie, kann sie häufig mal drin sein, wenn man Glück hat. Aus den Kisten können sie auch kommen, aber ich glaube, da ist die Chance sehr, sehr gering. Aber eigentlich ist es auch noch zu früh gewesen für so einen Luftdrop, oder? Dass da schon wieder einer die runtergekommen wäre? Die kommen immer mal wieder, aber da muss man halt Glück haben. Am Anfang ist es ja so groß. Die können theoretisch überall abgeworfen werden. Okay. So, wo gehen wir denn hin? Du darfst jetzt aussuchen, glaube ich, ja. Oh, wo gehen wir hin? Können ja mal. Ne, da müssen wir schon wieder zurückgehen. Retail Row, Lonely Lodge. Da waren wir, da waren wir auch schon. Ah, das war Sniper. Das schöne Haus, genau, ja. Gehen wir doch da mal. Gehen wir nochmal hin, ja. Gehen wir nochmal hin. Gerade gucken. Ah, passt schon. Hinaus. Schon. Wollen wir nochmal gucken, ob ich da auf dem richtigen Weg bin. Oh, da bin ich ein bisschen zu früh. Naja, obwohl, geht schon. Das wird alles klappen. Wird ein langer Flug, aber naja. Du müsstest dich doch auskennen hier mit Fliegen. Ja. Ich kann hier kein Feuer spucken, das irritiert mich so, deswegen. Ja, das muss noch reinkommen, ne? Ja, genau. Das kommt vielleicht noch eines Tages. Das haben wir jetzt irgendwie geschafft, bei dir weiter vorne zu sein als ich. So, genau, das war die Lodge hier. Können wir ein bisschen campen gehen. Ich guck gerade, ob noch ein paar andere mit uns mitcampen gehen wollen. Auch gerade mal rum, aber ich sehe keinen. Ich glaube, wir sind ja echt ziemlich alleine gerade. Das wäre ja optimal. Hier erstmal am Anfang ungestört sein. So, wo ist der Tommy? Tommy sollte da irgendwo sein, sagt die Karte. Ich sehe ihn gerade nicht. Auch da unten ist er. Ja, ich bin ja im Haus schon drin, so gesehen. Wir müssen uns unbedingt mal den Turm anschauen, der interessiert mich, wenn wir den Turm sehen. Kannst du auch da einen laufen schon, oder? Aber erstmal vielleicht ein bisschen was holen hier. Ich werde nicht alleine loslaufen, Tommy. Eine kleine Waffe oder so wenigstens. So,
Ich laufe hier bestimmt nicht alleine los. Wenn ich was gelernt habe, dann dass das. So, Raketenwerfer. Munition habe ich schon mal, jetzt brauche ich nur noch Raketenwerfer. Das wäre was, ne? Ja. Ja, das wäre eher echt was, so ein Raketenwerfer. Haben wir bis jetzt noch nicht. Hat einmal einen Granatwerfer vorhin, aber da sind wir, glaube ich, auch danach relativ schnell. Ah, das war das, wo wir von links dann wo wir von der rechts, wo sie uns in die Seite gefallen sind, die Gegner. So, das war auf dem Weg zum Turm hier in die Richtung, oder? Glaube schon, ja. Da oben liegt schon wieder grünes Zeug rum. Hier irgendwas drin? Nee. Okay. Ups. Ja, aber hübsch aus hier. Ja. Nein, Bach. Ah, wieder kein Holz dabei. Ah. Muss ich mal Gibt's doch nicht. Vielleicht hat einer auf dem Klo was versteckt. Nee, also im Haus ist nichts. Jetzt gucken wir nochmal das Klo vorsichtshalber rein. Man weiß ja nie, ob da jemand vielleicht was versteckt hat. Was? Man kann nicht ins Klo rein? Ach, Manno. Also, ach, aber man kann es kaputt hauen, glaube ich. Ja, jetzt habe ich das Holz gekriegt. Oh! Eine grüne Waffe immerhin. Die nehme ich mir doch. Ah, hier ist auch der Turm schon. Okay. Verbände waren da auch noch drin, ne? Die habe ich mir auch mal noch mitgenommen. Ja. Wir müssen einmal ganz oben auf den Turm drauf und die Aussicht genießen. Aber das Problem ist, dass das blaue Ding da schon, dass die Zone dabei. Na wohl. Ja, geht noch. Klappt alles, ja. Schild hast du genommen? Ja, Schild habe ich genommen. Einmal ganz oben auf dem Turm sein und die Aussicht genießen, das muss schon mal sein hier. Das ist wie dann bei. Oh, nimmst du? Ich brauch es gerade nicht. Du kannst ihn nehmen, wenn du magst. Ja. Hab ja letztes Mal gezeigt, was ich mit der Shotgun kann oder auch nicht kann. Ach. So, Granate lassen wir mal. Nehmen wir mit, wenn wir schon hier haben. Granate auch einfach ganz normal, wie eine normale Waffe bedienen. Okay. So, hereinspazieren. Was ist denn hier Schönes drin? Durchsuchen. Noch mehr Munition, Munition. Und eine goldene Kiste. Was ist in der Kiste drin? Oh, eine Minigun! Tommy, nimm die Minigun. Nimm die Minigun, verdammt. Du kannst noch den Schild dann nehmen, da? Ja, genau. Das habe ich gemacht. Aber nimm die Minigun, Tommy. Tu es für mich. So. Minigun ist halt auch eher so eine spezielle Waffe. Die ist eher so ein bisschen, um Leute unter Druck zu setzen, die sich halt eher immer zubauen, dass man da halt Dauerfeuer draufschießt. Okay, das klingt ja schon fast wieder nach einer Waffe für mich. Kannst du auch gerne nehmen sonst noch. Hat halt so ein bisschen Vorlaufzeit, dass das Ding sich so dreht irgendwie. Ja, klar. Wie klassisch. Das genau funktioniert. Classy Minigun. Klassische Minigun, ja. Ich muss mal kurz meinen Schildtrank hier nehmen. Ja. Damit ich das kann ich auch noch machen. Damit ich das nicht vergesse, wenn ich ihn schon habe. Wäre ja irgendwie schade. Minigun ist Mist, schreibt da jemand. Hallo, die ist golden, die kann gar nicht Mist sein. Goldene Minigun. Bitte. Gibt's die auch in anderen Farben oder ist das so eine Special? Na, das gibt's ja auch noch in lila. Okay. Aber Gold ist ja besser. Das habe ich schon gelernt hier. So. Ist relativ frei, sind wir hier unterwegs. Sehen wir hier irgendwo ein Gebäude oder so? Rechts ist da vorne ist so eine Statue. Ja, ein Auto, was eine Stapel aus Autos, wer auch immer das gemacht hat. Gibt es da hier eine Hintergrundstory zu Fortnite oder so? Oh, ich wüsste es nicht. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht kennt sich jemand im Chat aus. Falls jemand das weiß, ob es da eine Hintergrundstory gibt zu dieser Welt, wie das alles hier entstanden ist. Vielleicht, ja. Warum sind wir hier? Aber die machen ja eigentlich so Partymusik am Anfang, also eigentlich, keine Ahnung, wahrscheinlich kriegen sie Geld dafür, wenn sie gewinnen oder so. Sonst das kann sein, ja. Sonst müssen wir uns unsere eigene Story hier erfinden. So, was ist das? Schwere Schrotflinte. Irgendwie wackelt das bedenklich, wenn du da drauf rumhüpfst. Ja, ich merk's auch. Darunter fallen, ohne Schaden zu nehmen, ja. Das wäre schon wieder typisch, wenn du dann das Ding umfällt und auf mich drauf fällt oder so ähnlich. Gehen wir jetzt dahin oder was ist denn das hier eigentlich? Na gut, gucken wir uns mal um. Vielleicht war ja noch keiner. Ja, das ist eigentlich gar nicht ein gutes Spiel für Let's Play Community, weil man hier keine eigene Server machen kann. Weil man hier maximal zu 8, wenn ich das richtig in Rang habe, im Team spielen kann, oder? Also zu viert meine ich sogar nicht. Zu viert sogar, okay. Ja gut, oder 8, ich weiß nicht, ob es irgendwie möglich ist. Ja gut, aber auf jeden Fall, das heißt, dass man dann nicht so, stimmt, zu viel, glaube ich, was. Ja. Das heißt, da könnten maximal neben Tommy und mir noch zwei andere mitspielen, das wäre irgendwie nicht so richtig community-mäßig. Weil gerade die immer gemeint hat. Das ist blöd und dann jedes Mal danach wechseln, das dauert Zeit. Ja, klar, und dann fühlen sich manche wieder ungerecht behandelt, weil die Runde kurz war oder sowas nur. Ja, man kann halt auch nicht mit jedem spielen. Ich meine, schauen gerade 400 Leute zu, das ist halt dann schwierig, wenn du da jeder da mitspielen will. Deswegen ist das hier, glaube ich, eher nicht dafür geeignet. Das stimmt, würde ich auch so sagen. Oh, da liegt noch eine Kiste. Mal auf. C4, okay. Ja. Kann man mitnehmen, muss man aber nicht. Hier in dem Müllcontainer liegt auch nochmal Munition, nehme ich mit. Sonst war hier nicht viel. Ja, das müsste einmal stehen, das war vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Das fehlt schon richtig, wenn man ein neues Let's Play startet und das steht da am Anfang nicht da. Das irritiert mich manchmal so ein bisschen schon. Aber bei Kirby habe ich auch schon gedacht, so. Wo ist es?
Aber ich habe jetzt auch bald ein Star Wars Let's Play geplant, wo es auch nicht am Anfang kommt, also. Oh, das ist interessant. Oh, ja. Welches könnte es sein? Tja, jetzt können Sie mal raten, ich werde es aber nicht sagen. Naja. Ja, doch, das Video wird wahrscheinlich vorher noch veröffentlicht. Das hier. So, hier kann man wieder ein bisschen. Wollen auch noch mal ein bisschen was holen, ja? Was steht da auf dem Feld? Ach, das sind bloß irgendwelche Vogelscheuchen, oder? Yep, Einkaufswagen. Einkaufswagen. So. Einkaufswagenrennen. Einkaufswagenrennen. Boah, setzt du dich rein? Das geht leider nicht, glaube ich. Na, schade. Ich habe vorhin auch schon die Schaukel gesehen und wollte schon schaukeln vorhin. Aber das geht natürlich auch nicht. Ja, sind halt doch, sehen auch alle identisch aus. Alle da oben ist einer. Gefühlt. Da oben ist einer auf dem Berg. Okay. Nein, da kommt noch einer. Nein, 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 nein. Ah. Irgendwo schießt doch einer auf mich. Oh, da ist noch einer, ja. Oben ist einer und unten ist aber auch einer. Von der Seite kommt auch irgendwo einer. Oh ja. Könnte übel werden jetzt. Wo sind denn die alle? Ah! Aufs Dach drauf, sagt der Tombi. Oh, der andere ist schon auf dem Dach drauf. Ups. Wo ist der? Au, mich am. Nein, ich habe den ersten noch erwischt. Den ersten habe ich erwischt. Für den zweiten hat er nicht mehr gereicht. Ah. Die kamen auch schon wieder so von verschiedenen Seiten. Das wundert mich, ehrlich gesagt. Die sind auch schon wieder voll ausgerüstet, ey. Ah, ja. Ärgerlich. Die waren gut ausgerüstet. Ah, den einen kriegen wir immer und dann war es das. Schade, schade. Ja, ich kam zu spät dazu. Ich habe so ein bisschen gepennt noch auf dem Weg. Ah, da hatten wir auch irgendwie eine schlechte Ausgangsposition. Der eine war dann irgendwie über uns auf dem Dach und der andere kam dann von der Seite. Ja, das war irgendwie nicht so optimal. Oh, da geht's schon wieder los. Jetzt bist du wieder dran. Oh ja. Tommy darf wieder auswählen. Wo geht die Reise hin? Tommy darf wieder auswählen. So, und jetzt gehen wir mal hier hin, ins Gefängnis. Mal gucken, ob das funktioniert. Ab ins Gefängnis. Ab ins Gefängnis. Oh, direkt raus hier. Ab, 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 ab. Genau. Oh, du Gott, da wollen natürlich alle hin jetzt. Oh, das wird hart. Am besten ist es wahrscheinlich, möglichst schnell nach unten zu fliegen und dann erst und dann die letzten Meter so zu gleiten erst, oder? Ja, genau. Also möglichst wenig zu gleiten. Da muss man so ein bisschen den Dreh raus haben, wie weit der noch gleiten kann. Ja, ich bin zu früh raus. Möglichst. Jetzt habe ich bei mir auf jeden Fall den Fallschirm schon geöffnet. Ja, ich auch. Ja, ich bin zu früh raus. Ich kann auch ein bisschen nach unten weiter. Ja, jetzt geht er eh auch von alleine. Ah, das Gefängnis sieht ja auch interessant aus. Da müssen ja mega die Waffen liegen, weil da überall die Polizei ist unten. So, aber wir sind da garantiert nicht alleine, schätze ich mal. Da landet schon mal einer. Ah, das bist du. Oder? Oh, ich bin sowas von tot. Oh Gott, nein! Bei mir ist direkt einer gelandet, ja. Oh shit. Hat er eine Waffe gehabt schon? Ja, der hatte eine Waffe gehabt. Was? Wo hat denn der eine Waffe her gehabt? Er hat die direkt genommen, ja. Kann ich dich noch irgendwie wiederbeleben oder bist du schon tot? Nee, der hat mich schon komplett rausgehauen. Oh shit, das tut mir leid. Das war natürlich das ein. Das war ein misslungener Start. Ich hätte mehr bei dir landen sollen. Ja, alles gut. Shit, hier gibt's nichts. Ja, toll, ich hab wieder keine. Das ist immer die Sache. Ich geh durch. Keine Waffen da. Oh, jetzt die Armbrust. Ja, die Armbrust. Weißt du, erst keine Waffen, dann krieg ich die blöde. Also, ihr wollt mich da mal gucken, ob's damit klappt. Stimmt. Mit der guten Armbrust. Da vorne liegt immerhin irgendwelches Zeug drin. Ja, hier in den Zellen sind überall immer ein paar Sachen vielleicht. Nein! So, weh, da ist jetzt nichts drin. Kein Basketball spielen. Oder so. Nee. Nächstes Mal eine Waffe, mit der Junge, die ein bisschen was bringt. So, Granaten nehmen wir auch noch mit. Da ist doch einer, der sieht mich nicht. Was? Wieso treffe ich den nicht? Ach, da kann man vielleicht nicht durchschießen, ich weiß es gar nicht genau. Der hat mich aber nicht gesehen, oder? Der hat ihn nicht gesehen, der ist jetzt rechts hier. Ja, der hat wieder irgendwie Rüstung oder so gehabt, oder? 10 Leben hat er noch bei mir, steht ja. 10? Echt knapp, ja. Ein Schuss hat gefehlt. Ja, war wieder klar, war wieder klar. War wieder klar, war wieder klar. Ich hätte nicht gleich schießen sollen. Wenn ich nicht geschossen hätte, hätte er mich nicht gesehen. Wahrscheinlich. Eventuell, ja. Ich bin da immer zu schusssüchtig hier, das ist das Problem. Oh, sobald ich einen sehe, ich bin das Battlefront gewöhnt, sobald mein Gegner sieht, muss man schießen. Ja, da klappt das auch meistens. Ja, das ist halt nicht so, dass wenn man entdeckt wird, da sind die Karten halt viel kleiner, da zählt halt jeder. Nun hast du 4 Möglichkeiten, wie du weitermachen kannst. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Links unten kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Rechts oben kannst du meinen Kanal abonnieren und rechts unten siehst du den Kanal von meinem Mitspieler. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus!